Larissa macht Sebastian schwere Vorwürfe. Jetzt gerade Rosennacht wäre, würde ich die Rose wahrscheinlich nicht annehmen. Und es gibt ein paar wirklich weirde Dreamdates. Ja, du müsstest mir nochmal helfen. Hatten wir schon über das Thema gesprochen mit, wie lange deine letzte Beziehung her war? Mhm. Darf ich fragen, warum ich getrennt habe? Nochmal. Ja, doppelt besser. Du machst es mir echt schwer. Ja. Das alles und noch einiges mehr gibt es in dieser neuen Folge von den Bachelors und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mit Abstand, mit weitem Abstand die beste der ganzen Staffel bisher. Und genau deswegen werde ich sie natürlich wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex, ich habe Flugangst und bin das letzte Mal vor 20 Jahren geflogen. Ich hoffe ehrlich gesagt, den Bachelor-Kandidatinnen geht das nicht genauso, dann haben sie nämlich ein großes Problem. Falls du übrigens die Folgen in voller Länge sehen willst, dann kannst du das natürlich jederzeit auf RTL+. Das ist immer einer der ersten Links in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir starten auch direkt mal mit den Dream Dates. Die finden übrigens auf Mauritius statt und Lizzie hat gar nicht so viel Bock drauf. Ich muss echt gestehen, Lizzie und Pferde wäre kein Dream Date. Also ich mag halt keine Pferde. Hallo! Und bei sowas frage ich mich immer, wie macht RTL das eigentlich? Also wird das einfach festgelegt oder reden die nochmal mit den Leuten? Und wie viel Mitspracherecht hat man da eigentlich jetzt als Bachelor? Weil ich finde es ehrlich gesagt schon doof. Stell dir mal vor, du hast ein Dream Date, das soll das Highlight der Staffel sein, vielleicht sogar das Highlight deines Liebeslebens. Und dann ist es was, was in dir eigentlich nur ein altes Trauma hervorholt. So ähnlich ist es jedenfalls bei Lizzie. Ich bin als Kind fast von einer Pferdekutsche überrannt worden. Ich glaube, deswegen habe ich so ein bisschen einen... Bisschen Respekt davor. Ja. Kann man, glaube ich, definitiv verstehen. Aber trotzdem stellt sich Lizzie nicht nur sehr gut an, sondern es wird auch trotzdem ein sehr, sehr schönes Date. Und ich weiß, ich habe am Anfang der Staffel häufiger ein bisschen schlecht über Dennis gesprochen. Mittlerweile muss ich aber sagen, er ist halt so, wie er ist. Und ich mag manchmal seine etwas zu offene Art und das Dauerküssen nicht so gerne. Aber er kann sich ganz gut in Leute einfühlen und er kann schöne Momente genießen. Der spektakulärste Moment war komplett ohne Sattel, nur mit einer Badehose, auf den Pferden, direkt ins Meer zu reiten. Was soll ich da nur dazu sagen? Wenn das kein Traum ist, was dann? Aber guck mal bitte, wie schön das ist. Schau mal. Unfassbar schöne Bilder. Muss ich an dieser Stelle generell sagen, dass alle Dream Dates die zu bieten hatten. So natürlich auch das erste von Sebastian. Aber ne, wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier bei RTL, deswegen gab es natürlich mal wieder Quads. Und es sollte übrigens mit Zuschauerliebling Kim stattfinden. Ja, wir werden heute Waggy fahren gehen. Bitteschön. Süß. Ich habe das gleich ausgemacht, dass ich fahren werde. Und sie war damit auch sehr, sehr fein. Oh. Nach einer Weile läuft es dann allerdings wesentlich besser. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man auf so einem Ding fährt, das übrigens, glaube ich, streng genommen gar kein Quad mehr ist, aber ich kenne mich damit nicht so genau aus, dann, ja, man kann sich da halt nicht so wirklich gut drauf unterhalten. Auch hier wieder, ne, wer von RTL denkt sich denn sowas genau aus? Der Maggie war super schwierig, sich zu unterhalten. Kannst du Französisch eigentlich? Weil einfach das super laut war. Dafür gab es später allerdings auch noch einige ruhige und auch sehr schöne Momente. Denn sich unter einem Wasserfall zu küssen, ich glaube, das steht in sehr vielen Bucketlists da draußen ziemlich weit oben. Auf meiner eigentlich nicht unbedingt, aber ich finde es trotzdem schön. War schon eine sehr schöne Situation unter dem Wasserfall. Wir sind uns näher gekommen. Wir sind uns sehr nahe gekommen. Ja, und Küssen gehört ja zu dieser Staffel auf jeden Fall dazu. Bei Sebastian auch, bei Dennis natürlich sowieso. Und dementsprechend ging es auch bei ihm und Lizzie relativ schnell zur Sache. Und ich muss jetzt schon sagen, ne, am Ende wird die Rosenvergabe spannend, weil da werden, glaube ich, auf jeden Fall zwei Frauen richtig enttäuscht. Natürlich sprühen Funken, wenn irgendwie auch schöne Dinge gesagt werden. Das war dann schon schön. Da hat sie sich dann schon wohlgefühlt. Schön. Und ich muss sagen, ich mag Lizzie mit von allen Frauen eigentlich am meisten. Ich frage mich aber auch ein bisschen, ob sie besonders gut zu Dennis passt. Manchmal denke ich mir, sie wäre so eine typische Sebastian-Kandidatin gewesen. Aber die beiden haben dann nochmal ein bisschen darüber gesprochen, wie sie sich auch eine Beziehung vorstellen würden. Und immerhin muss man sagen, da sind sie sich nicht völlig unähnlich. In der Beziehung würdest du sagen, du hast eher mehr die Zügel in der Hand, oder nicht? Ich bin halt auf jeden Fall echt so ein Kommunikationsmensch. Also ich bin niemand, wo Dinge nicht anspricht. Wie ist das bei dir? Ne, ich bin schon so einer. Der, wo gerne doch, den Ton anhat. Ja, schon ein bisschen. Aber du bist schon so,
dass du auch sagen würdest, so kompromissbereit? Ja. Ja, er kommt ja immer ein bisschen drauf an, in was für Punkten. Ein bisschen klingt das aber auch so, als wäre Dennis eigentlich gar nicht so kompromissbereit und er wollte das nur ein bisschen verschleiern, wenn er das schon beim Kennenlernen so formuliert, oder? Na gut, aber auch solche Menschen muss es natürlich geben. Die Dream Dates haben dann ja üblicherweise immer drei Teile, von denen zwei vorgeschrieben sind, nämlich einmal der Nachmittag, der gemeinsam verbracht wird, dann gibt es eine Pause und dann gibt es abends immer ein Dinner, ehe man dann später vielleicht noch gemeinsam schläft oder auch nicht. Und genau an dem Punkt waren jetzt Sebastian und Kim und es ist mittelgut gelaufen. Magst du keinen Fisch? Immer noch nicht. Danke, dass du mir so hast. Boah, ich erstmal einen reindrücken. Gibt's irgendwas mal abgesehen von Fisch, was du gar nicht isst? Ich mag Wein nicht so gerne. Okay, und viele von euch werden jetzt wieder völlig zurechtschreiben, Kim ist irgendwie spröde und ein bisschen unangenehm. Ist sie natürlich auch. Gerade wegen der ganzen Sache mit Leonie. Ich muss aber auch sagen, und da muss ich mich auch noch mal ein kleines bisschen verbessern, am Anfang der Staffel fand ich Sebastian ja deswegen ganz sympathisch, weil er ein bisschen ruhiger ist und ich das Gefühl hatte, er hört ganz gut zu. Mittlerweile glaube ich aber, er hört eigentlich gar nicht zu und ist einfach nur ruhig, weil er sich gerne schöne Frauen anguckt. Und das Gespräch mit Kim wurde auch nicht unbedingt besser. Aber du müsstest mir noch mal helfen. Hatten wir schon über das Thema gesprochen mit, wie lange deine letzte Beziehung her war? Mhm. Darf ich fragen, warum ich getrennt habe? Nochmal. Ja, doch, du machst es mir echt schwer. Und da muss ich sagen, das würde mich sehr nerven. Also natürlich, klar, man kann durchaus Sachen gerade in der Kennenlernphase häufiger fragen. Man darf ja auch nicht vergessen, Sebastian hat viele Frauen kennengelernt, viele Sachen vermischen sich auch. Aber letztlich geht es ja beim Kennenlernen eben auch darum, dass man etwas über den anderen erfährt. Und immer wenn man das Gefühl hat, dass das ja gar keine Rolle spielt, ja, dann ist es ziemlich blöd. Erstmal haben die beiden das aber ganz gut überspielt. War das jetzt vielleicht zu hart mit dir? Nein, ich bin das auch nicht anders gewohnt von dir. Irgendwie insgesamt muss ich aber sagen, war das für ein Dream Date am Abend nicht so richtig besonders. Und Sebastian sah sich dann auch nochmal im Interview mit RTL bemüßigt, sich zu rechtfertigen, warum er sich denn so viele Sachen nicht merkt. Aber ich bleib dabei. Also für mich hat er in den letzten Folgen echt ein paar Minuspunkte gesammelt und Dennis ironischerweise ein paar Pluspunkte. Bin gespannt, wie es im Finale aussieht. Ich meine, ich habe unzählige Fragen noch nicht gestellt. Aber wenn man dann so unter diesem Druck auch so irgendwie ist, dann spürt man das ganz schön. Aber ich glaube, wir haben den Bogen ganz gut hingekriegt. Es ist nur halt immer die Frage, ob ganz gut reicht. Was es aber auf jeden Fall noch gab, war ein bisschen Körperlichkeit, während der RTL-Kameramann es geschafft hat, genau unter ihren Rock zu filmen, was ich ein kleines bisschen unangenehm fand in der Szene. Was überlegst du denn? Wir schauen uns an, ich denk mir, hey, küss mich unter den Schiff. Nun habe ich aber vorhin schon von drei Teilen gesprochen, die ein Dream Date üblicherweise hat. Zwei davon haben wir jetzt abgehakt, einer fehlt aber natürlich noch. Und dabei gibt es dann immer die klassische Frage, möchtest du bei mir übernachten? Die man im richtigen Leben, glaube ich, erstaunlich selten stellt, weil sich das meistens irgendwie so ergibt. Aber in der Sendung muss man das ja, weil sonst weiß das RTL-Kamerateam ja nicht, wo sie die Dinger hinstellen soll. Kannst du bei mir übernachten? Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, ich bin gar nicht davon ausgegangen. Lissy und Dennis waren da schon einen kleinen Schritt weiter, auch Lissy hat zugestimmt. Aber Dennis hat nochmal ganz deutlich gemacht, man muss eine Sache machen, bevor man gemeinsam in einem Bett schläft. Und da habe ich ihn ehrlich gesagt ziemlich gefühlt, ich mache das auch ziemlich gerne. Hey, weißt du, was das Allerwichtigste ist? Was? Wenn es so ein Hotel gibt, dann schmeißt deine Schuhe weg. Dann hören aus den Bett drüber. Und nun muss man natürlich sagen, was in so einer gemeinsamen Nacht passiert, das weiß man am Ende des Tages immer nicht, weil das Kamerateam da eben nicht zugegen ist. Und das finde ich auch sehr gut. Zum einen fände ich es auch ein bisschen voyeuristisch, wenn man da jetzt irgendwie Bettsport sehen würde. Und zum anderen geht es natürlich auch mal ein bisschen darum, dass die Menschen sich kennenlernen können, ohne dass immer eine Kamera dabei ist. Und das kann, glaube ich, viel verändern. Ist das denn bei Lissy und Dennis genauso? Die Nacht war ein Gamechanger. Baby, I love you. Na, wie hast du geschlafen? Sehr gut. Und du? Ich auch. Wir haben über die Gefühle gesprochen, was wir bisher erlebt haben auf unserer Reise, aber auf einer ganz anderen Basis. Wow, das war deutlich. Das klingt aber auch ein bisschen so, als wäre Lissy bisher eher so die Außenseiterin gewesen und jetzt plötzlich wieder in Reichweite des Finales gerückt, oder nicht? Also ich habe zu Lissy so einen Draht aufgebaut, dass ich mir gedacht habe, die könnte ich jetzt niemals gehen lassen. Sollten wir uns schon mal merken. Man darf aber natürlich eine Sache nicht vergessen. Und ich saß auch schon vor dem Fernseher und habe mich das auch die ganze Zeit ein bisschen gefragt. Es gibt ja noch eine Menge weiterer Dream Dates in dieser Folge. Die Folge war insgesamt unfassbar voll. Also leichter wird das mit dem Entscheiden auf jeden Fall nicht. Aber was ist mit den beiden, die dann noch kommen? Boah, das war so ein krasses Dream Date. Dass das so Fahrt aufnimmt. Hätte ich im Leben nicht gedacht.
Aber wir können ja währenddessen auch mal schauen, wie es eigentlich bei Sebastian und Kim so mit dem Aufwachen läuft und was die so über die Nacht zu erzählen haben. Denn manchmal werden die Kandidaten da ja auch ziemlich deutlich. Ich weiß nicht genau, was da nun passiert ist. Tatsächlich muss ich sagen, jetzt so nach diesem Tag, Nacht, ja, ich glaube, da hat sich auf jeden Fall irgendwie etwas aus Versehen aufgebaut. Aus Versehen aufgebaut klingt sehr spannend. Und ehrlich gesagt klingt das auch ein bisschen so, als hätten die beiden nicht nur geredet. Aber ist vielleicht auch nur mein Eindruck. Verabschiedet haben sie sich jedenfalls auch nochmal sehr intensiv. Aber auch Sebastian war jetzt schon klar, das wird schwierig heute. Und zwar alles. Boah, wenn ich das jetzt mit den anderen beiden genauso erlebe, dann weiß ich nicht genau, wie das mit meinem Herzen da weitergehen soll. Okay, damit haben wir jetzt aber tatsächlich erst ein Drittel geschafft. Und glaub mir, das wird noch richtig krass in dieser Folge. Erstmal kam allerdings Eva zu Sebastian. Und ihr wisst ja, Eva ist auf jeden Fall meine Lieblingskandidatin. Und ich wünsche ihr sehr, dass ihr Herz nicht gebrochen wird. Sebastian, ich hoffe, du hörst das. Ist sehr gut, okay. Ja, auch sehr gut. Sehr gut. Die Gefühle sind so ein bisschen durchmischt, wenn man sich so lange nicht gesehen hat. Freust du dich? Ja, sehr. Man weiß ja auch nicht, was dazwischen passiert. Man weiß nicht, was der andere sich für Gedanken macht. Und fragt sich halt, ob man da anknüpfen kann, wo man aufgehört hat. Und da spricht Eva, glaube ich, was ganz Wichtiges an. Jeder Mensch ist ja ein bisschen anders. Ich bin zum Beispiel auch so, ich brauche mal einen kleinen Moment. Den hat man aber in so einer Sendung ja eigentlich gar nicht so sehr. Und deswegen muss man irgendwie, finde ich, auch künstlich das immer ein bisschen forcieren, dass es dann doch wieder so ist. Zum Glück fühlt es sich aber, glaube ich, bei Eva und bei Sebastian ziemlich natürlich an. Das haben wir dann ganz gut hinbekommen mit der Nähe aufbauen. Obwohl wir in 15 Meter Höhe da mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren sind. Auch bei Dennis sollte dann das zweite Date stattfinden, diesmal mit Katja. Und wir haben ja eben schon gehört, das mit Lissy war sehr, sehr gut. Da muss Katja von Anfang an wahrscheinlich auch Vollgas geben, um in sein Herz zu kommen. Und dann hat sie mich mit diesem unglaublichen Smile und dieser wahnsinnig schönen und positiven Energie begrüßt. Und ich wusste, das wird ein richtig cooler Tag. Willkommen zu unserem Dream Date. Das Dream Date bei den beiden war dann auch anfangs eher ein Action Date. Es sollte nämlich darum gehen, sich an einem Wasserfall abzuseilen. Und ja, das ist ziemlich in der Höhe. Ich hätte es ehrlich gesagt ganz fürchterlich gefunden. Und Katja hatte auch ein bisschen Angst. Aber bei Dennis darf man sowas ja sowieso nicht zeigen. Für mich war das klar, wir machen das jetzt. Aber ich hatte schon Angst. Good. Am Ende, und das fand ich auch wieder ganz schön von Dennis, hatte ihr dann noch ein bisschen gut zugeredet. Und dann war sie auch gemeinsam mit ihm in der Höhe und dann ist das passiert, was in jedem von Dennis' Dates passiert. Es gab natürlich einen Kuss. Und ich glaube übrigens tatsächlich, wenn Dennis in dieser Sendung nicht die Frau fürs Leben finden sollte, dann weiß wirklich jede Frau, die er in Zukunft datet, dass die den auf jeden Fall beim ersten Date küssen muss, sonst ist sie sofort raus. Ich hatte da echt brutal Spaß dabei. Ich dachte mir, okay, den Moment, den nutze ich mal wieder aus für einen spektakulären Kuss. Und ich würde sagen, sogar für den spektakulärsten Kuss, den ich in meinem ganzen Leben jemals hatte. Das fand ich übrigens ein kleines bisschen schade, weil das klang jetzt ein bisschen so, als wollte er diesen Kuss vor allem für die Kamera und gar nicht so sehr aus seinem Herzen heraus. Aber okay, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu kritisch. Das Date mit Eva und Sebastian war überhaupt nicht actionreich, das war eher sehr emotional. Die beiden haben nämlich an einer Zeremonie teilgenommen, die sie nochmal besonders verbinden sollte. Und ja, ich muss auch sagen, das passt irgendwie zu den beiden. War für mich auch was ganz Neues. Ich finde, das steht halt auch für Eva, weil wir beide sehr emotionale Wesen sind und auf so einer Ebene uns halt sehr, sehr gut wiederfinden. Und das war nicht alles, sondern während dieser Zeremonie gab es auch noch ein verbindendes Geschenk, wenn man so möchte. Und das wird gleich für Eva noch eine ganz besondere Bedeutung haben. Wir haben so ein rotes Armband bekommen und das steht zum einen für Schutz und Glück und dass man ja da quasi auch gesegnet wird in der Liebe. Und ich finde das sehr, sehr schön. Nun muss man allerdings auch mal ein bisschen vorsichtig sein, wie man mit sowas umgeht. Man darf nicht vergessen, es ist immer noch eine Fernsehsendung und Sebastian hat immer noch mehrere Frauen sozusagen zur Auswahl. Aber für Eva war das auf jeden Fall was ganz Besonderes, weil sie damit auch wieder eine besondere Erinnerung verknüpft hat. Und ich finde es super cool, dass sie so offen darüber sprechen kann, aber es macht natürlich auch immer sehr verletzlich. Meine Eltern haben, als die in Bangkok waren, auch mal so Bänder bekommen, weil die halt sich segnen lassen haben. Das ist halt voll krass, weil man darf die nicht ausziehen eigentlich. Also die müssen von alleine abfallen. Und als meine Mama gestorben ist, haben die das abgeschnitten auf der Intensivstation. Und dann hat mein Papa seins halt auch irgendwann abgeschnitten und
halt in die Urne von meiner Mama getan hat. Er wäre ja die Wunder mit dir zusammenbleiben. Und ich, wie gesagt, fand es super, dass sich Eva hier so öffnet. Und ich hätte mir gewünscht, dass Sebastian sie jetzt in den Arm nimmt. Jetzt muss man dazu sagen, denen wurde gesagt bei dem Ritual, ihr müsst da jetzt still stehen und eigentlich ist das jetzt gerade nicht erlaubt. Aber ganz ehrlich, ich hätte mich drüber hinweggesetzt und ich war von Sebastian hier ein bisschen enttäuscht. Ich würde dich gerne in den Arm nehmen, aber ich darf nicht. Ich weiß, alles gut. Ich finde, er hat eigentlich perfekt reagiert, weil, ich meine, wir wussten ja schon, dass Körperkontakt da jetzt nicht so angebracht ist in so einer, an so einem heiligen Ort. Ich weiß nicht. Schreibst du mir deine Meinung mal in die Kommentare? Ich fand die Reaktion von Sebastian trotzdem nicht so toll. Da gucken wir uns lieber mal Dennis an. Und was machen er und Katja natürlich? Ja, die küssen sich mal wieder. Und ich gönne den beiden das. Aber irgendwie habe ich bei den beiden trotzdem auch das Gefühl, das ist auch sehr viel reine Körperlichkeit. So ein tolles Gefühl, so eine Emotion wieder zu einer Frau aufzubauen. Das ist, glaube ich, mit das Schönste, was du spüren kannst. Später am Abend haben sie dann aber durchaus ein bisschen über die mögliche Zukunft gesprochen. Aber es ging trotzdem wieder sehr körperlich zu, denn Katja saß nach ganz kurzer Zeit auf seinem Schoß. Und das muss jetzt überhaupt nicht schlecht sein. Hauptsache, es kommt sonst natürlich auch noch ein bisschen was rüber. Dennis hat auf jeden Fall viele Pläne für uns im Allgäu. Danke, dass ich so lange dabei sein darf. Dafür brauchst du dich nicht bedanken. Das bist einfach du. Das hat er jetzt aber irgendwie eindrücklich und schön gesagt, muss ich sagen. Aber auch hier bleibt natürlich am Ende die Frage offen, ob Dennis jetzt die Nacht mit Katja verbringen möchte. Und ich glaube, keinen von uns überrascht die Antwort. Ich glaube, Dennis hätte dafür auch einen nicht unerheblichen Geldbetrag bezahlt. Ich würde auch nicht wollen, dass der Abend endet. Und wollte dich fragen, ob du die Nacht mit mir verbringen wollen würdest. Ja. Ja. Bei Sebastian und Eva war es beim Dinner abends ein bisschen anders, würde ich mal sagen. Man hat leider wieder so ein kleines bisschen gemerkt, dass Eva manchmal Probleme mit ihrem Selbstvertrauen hat. Und an dieser Stelle muss ich das auch nochmal ganz deutlich sagen, weil ich glaube, das haben viele Menschen da draußen. Braucht ihr nicht. Und zur Selbstliebe gehört natürlich auch manchmal, dass man sich ein bisschen von der Vorstellung lösen muss, dass man jetzt immer das krasseste Supermodel der Welt ist. Man kann trotzdem für einen anderen Menschen der attraktivste Mensch der Welt sein. Amen. Das hier, das ist einfach so mega schön und mega gut. Und ich bin dir unfassbar dankbar, dass du überhaupt sowas in mir gesehen hast, dass ich überhaupt jetzt hier sitzen kann. Du hast dich offensichtlich zu selten von außen betrachtet. Das hat Sebastian doch jetzt wirklich mal schön gesagt. Und dann haben auch die beiden noch ein bisschen mehr Zeit miteinander verbracht. Und was bisher, fand ich, zumindest gefehlt hat, war die Körperlichkeit. Und die kam dann noch. Danke dafür. Sehr gerne. Wenn wir uns küssen, dann ist das schon... Also ich merke schon auch einfach, dass da irgendwas ist. Auch Eva hat dann zum Glück, muss man sagen, die Nacht mit Sebastian verbringen wollen. Und er hat sie dementsprechend auch gefragt. Und am nächsten Morgen sind auch die beiden aufgewacht, wie ein frisch verliebtes Pärchen. Allerdings ist es dann ja bei Sebastian auch halt schon das zweite Mal in dieser Folge. Es ist wunderschön, neben ihr aufzuwachen, auf jeden Fall. Ja, es ist schön, ihr in die Augen zu gucken. Sie hat einfach wunderschöne Augen. Ich will die Erinnerungen verpacken. Im Herz. Da, in das kleine Herz rein. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Eva so süß und ich fände es schrecklich, wenn sie in dieser Sendung rausfliegt oder im Finale nicht die finale Rose bekommt, weil ich glaube, Eva wäre richtig verletzt. Aber was fühlt Sebastian denn jetzt gerade? Stand jetzt nach dem zweiten Dreamdate habe ich mich in die nächste Frau verknallt. Uiuiui, das wird auf jeden Fall spannend und glaubt mir, das wird es in dieser Folge sowieso noch. Aber wir gucken natürlich auch, wie Dennis und Katja aufgewacht sind und was die darüber berichten, was sie so getan haben. Und hier muss man ganz deutlich sagen, ja... Da gab es Bettsport. Also ich glaube, noch mehr kann man das nicht zugeben. Ja, was geschah in dieser Nacht? Wir haben die ganze Nacht viel geredet. War wild. Man muss aber auch sagen, hier gab es nicht nur wilde Gespräche, sondern ich glaube, sie ist tatsächlich die Frau, die Dennis bisher am besten findet. Ist zumindest mein Eindruck. Du kannst mir natürlich sehr, sehr gerne schreiben, was du glaubst, was im Finale passiert. Aber ich momentan bin der Meinung, Dennis und Katja, das ist das eine Finalpaar. Danke, dass du Dreamdate wirklich zu einem Traum gemacht hast. Danke dir. Meine Schutzmauer ist weg. Jetzt bin ich... glaube ich, schon sehr warmherzig und kann auch Gefühle zeigen. Man muss mal allerdings sagen, bei Dennis gibt es ja schon noch große Konkurrenz, denn die andere Frau, die noch drin ist, ist Rebecca. Und die fand er ja von Anfang an toll. Nur die Frage, ob sie Katja jetzt mal kurz aus seinem Gedächtnis löschen kann. Hallo! Hallo! Hey! Oh,
Ich freue mich voll, dich zu sehen. Auch die beiden haben dann das gemacht, was immer bei Dennis passiert. Und ich will mich auch gar nicht drüber lustig machen oder so. Und jeder tickt da ja auch ein bisschen anders. Aber allein die Vorstellung, an drei aufeinanderfolgenden Tagen drei völlig unterschiedliche Frauen irgendwie mit der gleichen Substanz zu küssen, ich kann mir das nicht vorstellen. Beim Küssen fängt es schon manchmal an, dann so ein bisschen zu kribbeln. Ja, wenn man sich einfach wohlfühlt und dann irgendwie so auch ein bisschen mehr möchte vielleicht. Bei Sebastian und Larissa, das ist ja seine letzte Dame, stand dann ein Helikopterflug an. Den muss es auch geben. Ich glaube, das steht in den RTL-Verträgen auch, dass da zumindest noch ein bisschen unnötig CO2 in die Luft geblasen werden muss. Und da lief es eigentlich von Anfang an ziemlich gut. Ich finde immer, dass wir tatsächlich gar keine Gewöhnungsphase brauchen. Ich lieb's jetzt schon. Ich hätte es mir nicht besser ausmalen können. Das erste, was wir gemacht haben, war eigentlich, dass wir uns angefasst haben und ja, einfach beieinander waren. Bei Rebecca und Dennis lief es währenddessen richtig, richtig gut. Ich möchte euch aus verschiedenen Gründen gar nicht so viel von dem Date zeigen, denn wir brauchen die Zeit gleich noch für was anderes. Aber Rebecca hat ja in der letzten Folge noch gesagt, naja, sie weiß nicht, ob sie sich jetzt schon irgendwie ein bisschen verguckt hat oder nicht. Und ich glaube, das wollte sie in dieser Folge wettmachen mit einem sehr deutlichen und schönen Kompliment. Also du bist auf jeden Fall ein Mensch, der mich sehr, sehr inspiriert. Sowas, wonach ich eigentlich immer gesucht habe, weißt du? Thank you for all the memories. Für mich persönlich ist Dennis auf jeden Fall ein Traummann, ja. Auch die beiden wollten da natürlich die Nacht miteinander verbringen. Und ja, dann können wir ja nochmal gucken, wie es bei Sebastian und Larissa so aussieht. Und erstmal ist da alles wunderschön. Hast du Lust, den Abend mit mir zusammen zu verbringen? Ja. Sehr schön. Ja. Und dann, würde ich auch sagen, können wir mal gucken, wie die am nächsten Morgen aufgewacht sind. Und da ist auch noch alles wunderschön. Mit einer großen Betonung und sechsmal unterstrichenem noch. War wirklich eine sehr, sehr schöne und intensive Zeit, muss ich sagen. Weil wir haben, glaube ich, jede Minute ausgekostet und haben einfach unfassbar viel geredet. Wenn du übrigens auch mal neben mir aufwachen Nee, das ist, glaube ich, nicht richtig. Wenn du auch einen besonderen Platz in meinem Herzen möchtest, ja, das ist besser, dann würde ich mich jetzt übrigens sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und dann kommen wir jetzt also zum absoluten Highlight dieser Folge. Denn bisher klang das ja so, als wäre mit Larissa alles super. Aber Larissa selber hat länger schon nichts mehr gesagt. Wie siehst du das eigentlich? Nee, der Schein trügt. Mein Bauchgefühl schlägt einfach komplett Alarm. Mir passt irgendwas nicht zusammen. Wow. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Das war für mich auch in der Folge doch sehr überraschend. Denn eigentlich wirkte auf den ersten Blick alles wunderschön. Larissa, was genau geht denn in dir vor? Er hat mir wirklich extrem viele Komplimente gemacht. Extrem. Und die ganze Zeit an mir, mich geküsst. Und es ist auch natürlich was Schönes. Aber es war halt wirklich einfach viel zu viel. Das war ziemlich deutlich. Und dann verwendet sie noch einen Begriff. Der ist ja ein bisschen wie Narzissmus, etwas, was leider vielleicht ein bisschen zu oft verwendet wird in letzter Zeit. Aber wenn sie das sagt, dann muss man das natürlich ernst nehmen. Wo ordne ich das alles hier gerade ein? Das passt so viel zusammen. Und auf der anderen Seite raubt mir dieses Lovebombing gerade irgendwie Energie. Lovebombing ist definitiv sowas wie ein Vorwurf. Und darüber werden wir nachher sowieso nochmal reden. Sebastian sagt da selber auch nochmal was dazu. Aber im Moment sorgt das auf jeden Fall bei Larissa für einen Distanzwunsch. Und der wird immer größer und größer. Jetzt gerade Rosennacht wäre, würde ich die Rose wahrscheinlich nicht annehmen. Das war deutlich und durch ihre Taten wird es dann noch deutlicher. Denn kaum, dass sie sich verabschiedet hat, ist sie im wahrsten Sinne des Wortes geflüchtet. Und die Person, die man da gleich sieht, das ist irgendeine RTL-Mitarbeiterin. Und man merkte, Larissa war wirklich in einem Zustand, in dem sie irgendwie Hilfe brauchte. Ich denke, dass schon eine Rolle spielt, dass ich in der Vergangenheit Probleme hatte mit Bindungsängsten. Wir müssen hier weg. Weg, weg, weg. Ich bin jetzt froh, dass ich erstmal ein bisschen Abstand habe. Das ist zu viel. Bin ich so übermannt von meinen Gefühlen, dass ich jetzt alles durcheinander werfe. Und hier wird mich auf jeden Fall nochmal sehr deine Meinung interessieren, weil das ist ja so ein bisschen die Frage der Staffel. Wir werden dazu später noch ein kleines bisschen mehr sehen. Aber hast du das Gefühl, dass jetzt Sebastian das Problem ist oder Larissa? Ich bin ja grundsätzlich jemand, der sagt, wenn jemand so etwas behauptet oder sich so fühlt, dann muss man das auf jeden Fall ernst nehmen. Ich habe jetzt an Sebastians Verhalten aber auch nicht explizit etwas ausmachen können, an dem sie das festgemacht hat. Ist zumindest meine Meinung. Gleich erfahren wir noch ein bisschen mehr dazu. Erstmal wollen wir aber natürlich auch mal gucken, wie Dennis und Rebecca eigentlich geschlafen haben. Auf jeden Fall hat uns das ganze Dream Date mit Übernachtung viel, viel enger zusammengebracht.
es sind jetzt schon ein bisschen mehr als ein paar Schmetterlinge und auch so diese Anziehung von Anfang hat sich verstärkt. Klingt ehrlich gesagt auch schon wieder super. Ich weiß jetzt nur absolut nicht, wen Dennis am Ende der Sendung rausschmeißt, aber das sehen wir gleich. Vorerst durften die beiden Bachelor sich nochmal ein bisschen unterhalten. Und Sebastian hat das Ganze nochmal so aus seiner Sicht geschildert, denn das ist vielleicht eben gar nicht so deutlich geworden. Aber er hat einen Teil des Struggles von seiner Angebeteten Larissa natürlich auch mitbekommen. Ich habe ihr dann tatsächlich sogar auch gesagt, dass ich mich in sie verliebt habe. In Larissa. Wirklich? Ja, wirklich. Bitte was? Ja. Ach, hör auf. Ohne Scheiß. Und hier muss ich übrigens nochmal sagen, für mich ist das gar nicht so was Besonderes in so einer Sendung. Also Verliebtheit ist etwas, wo ich zumindest den Begriff schon relativ früh verwenden würde. Ich glaube, viele würden da vielleicht noch einen anderen Begriff wählen. Aber okay, auf jeden Fall meint Sebastian damit ein intensives Gefühl und er hat das auch geäußert. Und Larissas Reaktion war ja nicht so überragend. Und dementsprechend bekommt er von Dennis auch einen sehr klaren Ratschlag. In dem Augenblick habe ich das gefühlt und wollte das einfach sagen. So, und jetzt kommt der Punkt. Du bist eine Knalltüte. Dann kam nicht die gleiche Resonanz, wie ich sie vielleicht so ein Stück weit erhofft hatte. Aber ich glaube, wenn du so einen Satz aussprichst und wenn du da nicht merkst, dass dann sich die Frau auch wirklich öffnen kann und fallen lässt in dem Moment, dann sollst du die Finger davon lassen. Hui, ich bin gespannt, wie das gleich ausgeht. Und ich bin verdammt nochmal gespannt, wer bekommt denn jetzt bei Dennis die erste Rose? Denn anders als das sonst so war, standen da nicht die drei Frauen, sondern die sind nach und nach dazugekommen und RTL hat das auch ganz wild durcheinander geschnitten. Aber hier ist auf jeden Fall seine erste Rose fürs Finale. Ob du meine Rose annehmen möchtest? Ja. Okay, und dass das jetzt, glaube ich, Katja ist, das konnte nicht so wirklich überraschen. Was mich dann aber überrascht hat, ist, dass es noch vor der Rosenvergabe ein Gespräch zwischen Larissa und Sebastian gab. Und vor dem hatte Larissa sehr unterschiedliche Gefühle. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht gerade auf Wolke 7 schwebt. Und sich vielleicht nicht darüber im Klaren ist, dass bei mir gerade so starke Zweifel da sind. Ich finde es aber gut, dass die beiden noch die Möglichkeit für ein Gespräch hatten und dass sie es auch genutzt haben. Jetzt bin ich nur sehr gespannt auf den Ausgang und schon darauf, wie die sich jetzt begrüßen. Völlig irritiert. Ja, ich weiß, kann es auch sein. Das ist eine Sondersituation tatsächlich. Und nicht so eine krass positive, deswegen. Mein Herz hat auch gehört zu schlagen. Jetzt möchte sie sagen, dass sie geht. Und in so einer Situation kommt es dann, finde ich, immer sehr darauf an, dass man seine Gefühle auch einigermaßen in Worte verpacken kann. Und glücklicherweise hat Larissa das dann auch getan und sie war auch ziemlich deutlich. Jetzt muss ich allerdings sagen, Sebastian reagiert ja manchmal wie ein Stein. Mal gucken, ob er das diesmal anders hinkriegt. Also du hast mich überschüttet mit Gefühlen halt, ne? Mit Zärtlichkeit, mit Zuneigung, mit Nähe, mit den Worten, mit Komplimenten, mit allem. Also es war mir persönlich halt einfach viel, viel, viel zu viel und hat mich halt unfassbar unter Druck gesetzt. Aber nicht nur das, denn in Larissa ist dann noch eine andere Frage aufgekommen und sie hat damit wohl offensichtlich in ihrem Liebesleben schon häufiger zu tun gehabt und daraus resultieren dann ja manchmal klare Ängste. Ob das prinzipiell bei dir vielleicht so ein Muster ist, also dass es am Anfang so 1000% ist und dass das Ganze dann auch relativ schnell wieder abflacht, weißt du, das ist so ein bisschen meine Sorge auch. Finde ich ein spannender Vorwurf. Ich weiß gar nicht, ob ich damit im richtigen Leben schon mal konfrontiert worden bin. Ich glaube tatsächlich nicht, aber ich bin halt auch so ein Mensch irgendwie, ich hatte nicht wirklich mal so kurz was am Laufen, sondern immer lange Beziehungen. Ironischerweise fühlt sich dann Sebastian durch diesen Vorwurf sogar nicht nur ein bisschen getroffen, sondern da scheint auch tatsächlich ein wahrer Kern zu sein und wenn er das selber schon so wahrnimmt, ja, dann liegt Larissa vielleicht, jetzt nicht auf die Situation bezogen, aber generell ja gar nicht so falsch. Vor allem in der Vergangenheit habe ich das tatsächlich recht häufig gehabt. Aber ich habe halt die Gefühle nicht nur innerhalb von einer Woche kurz aufflammen sehen und dann wieder abflachen sehen, sondern das hat sich bei mir jetzt ja auch über mehrere Wochen immer weiter aufgebaut. Aber hier und bei Larissa scheint es Sebastian wohl wirklich ernst zu meinen. Und ich wünsche sehr, dass das auch wirklich stimmt. Aber diese Vorwürfe, die hat er jetzt erstmal von sich gewiesen. Und ich muss übrigens mal so ganz nebenbei bemerken, ne? Das ist ja wirklich eine verdammt schöne Location, wo die da sitzen, da 7 Meter vom Meer entfernt. An der Stelle kann ich dir einfach sagen, dass ich den Glauben überhaupt nicht verloren habe, dass ich das Level an Euphorie, was ich jetzt gerade habe, noch sehr lange halten kann, ehrlicherweise, weil ich meinte jedes einzelne Wort davon auch sehr, sehr ernst. Insgesamt muss man aber sagen, das war ein gutes Problemgespräch, aber es war ein Problemgespräch. Und wir haben ja schon bei Leonie gesehen, eigentlich mag Sebastian Probleme nicht so gerne. Was bedeutet das jetzt für ihn? Muss ich meine Entscheidung vielleicht nochmal grundsätzlich überdenken? Ist das die richtige Entscheidung, die ich jetzt treffen möchte?
Gute Frage. Und es ist die richtige Entscheidung, die Dennis jetzt trifft, denn auch er muss ja tatsächlich eine Frau rauswählen. Und ich muss sagen, für mich wählt er die Frau raus, die ich auch so ein bisschen als Highlight dieser Staffel sehe. Das fand ich ziemlich traurig. Und der Abstand zu meinem Herzen war bereits zu groß. Und deswegen muss ich dir sagen, dass ich dir heute leider keine Rose geben kann. Ja, alles gut. Wirklich. Und ich glaube, Dennis hat dann wirklich erwartet, dass Lissy jetzt in Tränen ausbricht und alles ganz schrecklich wird. Aber Lissy hat das eigentlich ein bisschen so genommen wie eine Absage für eine Arbeitsstelle, die man eh nie haben wollte. Ich bedanke mich so für die Zeit, die wir miteinander erlebt haben. Ja, es sind auf jeden Fall Erinnerungen und Erlebnisse, die vergisst man nicht mehr. Und kaum, dass Lissy dann weg war, merkte man auch, dass das jetzt Dennis' Ego so ein bisschen beleidigt hat, wie Lissy reagiert hat. Ich glaube, er hat sich da was ganz anderes vorgestellt. Das war ein bisschen lustig. Hat eigentlich überhaupt gerafft, dass er rausgeflogen ist, frage ich mich. Der hat ja keine Miene verzogen, beziehungsweise wie wenn gerade alles lustig und cool wäre. Also so hätte ich es jetzt auch nicht gedacht. Aber dann weiß ich, wie emotional die Frau bei der Sache war. Das war komplett strange. So, jetzt kommen wir aber zum großen Moment dieser Folge, nämlich Sebastians erster Rose und, wenn er sie dann überhaupt vergibt, Larissa. Und ich wusste ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo das jetzt hinführt. Und ich glaube, Sebastian lange auch noch nicht. Ich kann dir keine hundertprozentige Sicherheit geben, wie sich meine Gefühle entwickeln werden. Aber was ich machen kann, ist, dass ich dir immer zu 100% sagen werde, was in mir vorgeht. Ich habe Gefühle für dich entwickelt und ich bin einfach sehr gespannt, wo das mit uns hinführt. Deswegen sollte Larissa die erste Rose bekommen. Jetzt ist nur noch die Frage, nimmt sie sie jetzt an oder nicht? Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht. Mhm. Oh Gott, und dann hat RTL das noch ganz lange in die Länge gezogen. Es gab noch einen Schnitt und ganz viel dramatische Musik. Ich verkürze euch das jetzt mal. Hier ist endlich Larissas Entscheidung. Und ich denke, dass wir schon die Chance haben sollten, das weiter herauszufinden. Also ja, das wäre auch verrückt, vielleicht wegen einer Emotion alles über Bord zu werfen. Und das hat mich jetzt doch ein bisschen überrascht, weil Larissa jetzt ja mehrmals von Distanz gesprochen hat und ich weiß nicht. Also irgendwie die ganze Situation ist für mich schwer greifbar. Und ich muss nochmal sagen, ich finde Sebastian nicht mehr so ganz krass sympathisch, aber ich fand Larissas Move jetzt auch nicht so krass sympathisch irgendwie. Bei der Entscheidung, tja, dann habe ich ihn mal ganz kurz zappeln lassen. Ich kann heute was besser schlafen. War vielleicht auch ein bisschen bewusst. Ciao. Ein Auf und Ab der Gefühle. Macht Spaß. Ja, macht Spaß. Aber ich glaube, für Larissa vielleicht mehr als für den Bachelor. Denn man darf ja nicht vergessen, eigentlich ist das hierher der Bachelor oder die Bachelors. Und die treffen die Entscheidung. Aber er hat mittlerweile das Gefühl, dass das Machtgefälle genau in die andere Richtung gegangen ist. Ich hatte das Gefühl, dass ich in dem Finale stehe und sie die Bachelorette ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die kommende Woche aussieht, weil ich aktuell in meiner Gefühlswelt unfassbar hin und her gerissen bin. Ich bin auch sehr gespannt. Und dann, das darf man natürlich auch nicht vergessen, musste er ja auch noch jemanden gehen lassen und hoffentlich ist es nicht Eva. Hoffentlich ist es nicht Eva. Ich habe für euch alle drei Gefühle aufgebaut. Aber leider habe ich für dich leider heute keine Rose, weil die Gefühle für die anderen beiden bisschen stärker sind. Damit muss Kim also gehen. Ich glaube, das meiste Publikum ist davon so mittelbegeistert. Kim selber natürlich nicht so sehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Dream Date kann ich ihre Reaktion sogar ein bisschen verstehen. Wow, kann ich nicht so ganz glauben. Und irgendwie bin ich mir auch so ein bisschen verarscht. Aber ja gut, ist wie es ist. Dann bekam bei Dennis natürlich noch Rebecca eine Rose. Das war jetzt nicht so spannend und die Folge eh schon so voll. Das sparen wir uns mal. Aber die Rose für Eva, die möchte ich euch gerne noch zeigen. Möchtest du meine Rose annehmen? Ja, und damit sind wir dann tatsächlich wieder am Ende dieser Folge. Aber in der nächsten ist es dann soweit, das große Finale. Und ich war noch nie so ahnungslos, wer das Ding wohl gewinnen wird. Das ist nicht nur seine Entscheidung, sondern auch meine. Wer bekommt die letzte Rose? Der schlimmste Tag von allen. Und wer möchte auch die letzte Rose annehmen?
Wenn du das nicht verpassen willst und dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich jetzt noch sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lässt. Was mich auch sehr freuen würde, ist, wenn du mir vielleicht einen Follow auf Instagram da lässt. Du weißt ja, ich würde in diesem Jahr vielleicht ganz gerne irgendwann mal den blauen Haken auf Instagram erreichen, um ein reicher und berühmter Influencer zu werden. Das ist eigentlich nicht, aber ich würde mich trotzdem darüber freuen. Vielen Dank an der Stelle und streng genommen musst du das sowieso wieder tun, denn sonst ist deine nächste Liebesgeschichte so verworren wie die von Larissa und Sebastian.